Hey, hallo und guten Morgen zu diesem Video. Ja, wir sind seit gestern aus dem Urlaub zurück. 440 Kilometer Alpe Adria Radweg gefahren. Faszinierend. Kann ich nur jedem empfehlen, wer eine absolute Extremerfahrung haben will. Zumindest als normaler Mensch, nicht als Extremsportler, sondern als normaler Mensch. Extremerfahrung auch im Sinne von, was man erlebt und was für Eindrücke man hat, wenn man so eine Strecke fährt und was das mit einem macht. Also es war super. Genau. Dieses Video geht aber nicht über den Alpe Adria Weg. Könnte man auch machen, mache ich aber nicht. Sondern es geht um unsere Fahrt hin und zurück. Ja, nach Salzburg. Hier von Berlin aus nach Salzburg sind wir letzte Woche gestartet mit einem befreundeten Pärchen. Sind in deren ID.3 gefahren. Das war ein ID.3 Pure, 45 nutzbare Kilowattstunden Energieinhalt im Akku. Nach Salzburg, von hier sind es so um die 700 Kilometer. Und ja, das hat eigentlich super gut geklappt. Man kann Etappen bis zu 200 Kilometern fahren. Und aufgrund des glücklichen Umstandes, dass unser Bekannter für seinen ID.3 Pure das Schnellladen-Optionspaket gebucht hatte, konnten wir den Wagen auch dann sehr schnell immer wieder aufladen mit, ja, teilweise sogar über 100 kW. Und das ging also dann wirklich immer flott. Wir haben im Durchschnitt so Etappen gefahren von nach 130 bis 160 Kilometer. Haben dann 20 Minuten geladen, zum Teil so. Ja, also es ging wirklich gut. Also es war unkompliziert, es waren alle entspannt, alles prima. So, dann gab es aber zwei Dinge auf der Rückfahrt. Und deswegen mache ich dieses Video. Wir haben an den Ladestationen von ja, einem großen deutschen Anbieter von Ladeinfrastruktur mit vier Buchstaben im Namen geladen, auch aus Kostengründen und weil man eigentlich sich inzwischen auf die sehr gut verlassen kann. Das hat auch alles geklappt. Also an der Stelle alles prima. Na, das sind so blaue Schnellladestationen. Ihr wisst, glaube ich, welche ich da meine. Der Betreiber sitzt in Südwestdeutschland. Ich glaube, jetzt ist klar, von wem wir hier reden. Also, das alles super. Haben immer mit der Karte, mit der RFID-Karte die Ladung gestartet. Alles perfekt funktioniert. Rechnungen kamen. Und dank ADAC-Mitgliedschaft, naja, von den Ladekosten her auch, sagen wir es mal so, vertretbar. So, dann auf der Rückfahrt hat dann unsere Bekannte gesagt, also den beiden gehört ja der Wagen, sie möchte jetzt also auch mal sozusagen eine Ladung über die App von diesem Anbieter starten. Und das hat das erste Mal in der Nähe von Nürnberg auch problemlos funktioniert. So, und dann sind wir weitergefahren und dann beim nächsten Ladestopp wollte sie es auch noch mal mit der App dann ausprobieren und testen. Das war neu, es war auch das erste Mal, dass die beiden mit ihrem Wagen so eine schon etwas längere Strecke mit uns zusammen gefahren sind. Ja, und dann ging es nicht mehr. Es war nichts zu machen. Es funktionierte einfach nicht. Heißt, ganz normal, so wie es in der App steht, Auto verbinden, Ladeanschluss auswählen, also Ladeanschluss auswählen, Auto verbinden, und Ladung starten antippen. Und dann erschien auf dem Display nur noch Auto-Charge-Prüfung. Mehr passierte nicht. Und irgendwann war Schluss. Also war vorbei. Das Ganze haben wir dann mehrfach probiert, ging nicht und sind am Schluss auf die gute alte RFID-Karte dann wieder zurückgekommen, mit der es dann auch sofort funktioniert hat. Ja, und das Gleiche dann bei der letzten Ladestation in Bitterfeld auch nochmal. Gleiches Erlebnis. Es war einfach nicht zu machen. Es klappte einfach nicht über die App. So, und dann dachte ich mir so, naja, gut, okay, wir machen es dann also wieder mit der Karte, hat auch funktioniert. Es hat mich so ein bisschen gewurmt und ich habe dann gedacht, okay, während die anderen eine kurze Pause machen, rufe ich mal bei dem Anbieter an. Und habe dann also die Service-Hotline gewählt, die dort auf der Ladestation groß aufgedruckt ist. Und dann, ich weiß nicht, war man in so einem, ihr kennt das Telefonanrufsystem, wo man dann Fragen beantworten muss, wo man dann Nummern drücken muss, wo man dann sich gefühlt ewig irgendwelche Datenschutzerklärungen anhören muss. Und man will ja eigentlich nur mit jemandem sprechen, um eine Frage zu klären. Und ja, es war heiß und ja, wir waren schon ganz schön geschafft.
Aber, also lange Rede, kurzer Sinn. Dieses System hat dann 1000 Sachen abgefragt, hat dann irgendwann gesagt, ich verstehe, so im Sinne von, ich verstehe jetzt Ihr Problem nicht, Ihr Auto lädt doch, mehr können wir für Sie nicht tun. Punkt, Ende, vorbei. Da dachte ich so, ich habe aber meine Frage nicht geklärt. Ich wollte ja eigentlich ganz gerne mal mit jemandem sprechen. Dann habe ich das Ganze nochmal probiert. Wiederum keine Chance, du kommst nicht bei diesem Anbieter in diesem System nicht an einen Mitarbeiter ran oder eine Mitarbeiterin ran. Keine Chance. Geht nicht. Und das hat mich tierisch genervt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin inzwischen wirklich ein Mensch, der sagt, ich habe keine Lust, mit solchen komischen Bots zu reden. Ja, es geht mir einfach auf den Keks. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man, ich weiß nicht, also irgendwie, nee, ich möchte irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, gibst du der Sache noch eine Chance und suchst eine andere Hotline raus. Und habe mir dann über die Webseite des Anbieters, irgendwann habe ich dann die Hotlines gefunden, habe dann da angerufen, musste dann wieder ein, zwei Fragen so in so einem Sprachsystem beantworten und habe dann jemandem an der Strippe gehabt. Und jetzt seht es mir bitte nach. Und versteht das bitte nicht falsch. Ihr wisst, häufig ist die Tonqualität schlecht. Man steht an der Ladestation, es ist laut, es ist Verkehrslärm im Hintergrund, man versteht sich sowieso schlecht und darf dann mit jemandem sprechen, der also ja gebrochen, sagen wir mal so, gebrochen Deutsch spricht. War alles soweit okay, aber es war sehr schwierig. Die Konversation war nicht so ganz einfach, weil er auch mir die ganze Zeit sagte, ich sehe kein Problem bei Ihnen. Es geht doch alles bei Ihnen. Und dann meinte ich so, ja, es geht jetzt nicht um den aktuell laufenden Ladevorgang, den ich unter meiner Kundennummer, mit meiner RFID-Karte gestartet habe, sondern es geht darum, dass meine Bekannte mit ihrer App die Ladung nicht starten kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er hat es nicht verstanden, was das Problem ist. Hat also immer wieder gesagt, ich sehe keine Fehler, es geht alles bei Ihnen. Er hat gesagt, ja, ich weiß, bei uns ist alles prima, das Auto lädt, aber es geht um etwas ganz anderes. Ja, also es gibt keine Fehler. Und dann meinte ich so, bin ich heute der Einzige, der ein Problem mit einer App gemeldet hat, Und dann meinte er, nein. Und dann meinte ich so, aha, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Ja, aber er kann mir dann trotzdem nicht helfen. Klar, ist wahrscheinlich auch ganz normal, so ein Frontend, First Level, glaube ich, nennt sich das. Der kann da auch nichts machen. Er hat dann gesagt, bitte nehmen Sie den Fall auf. Ich bitte um Rückruf. Ich habe dann hinterher auch nochmal über das Kontaktformular geschrieben, was passiert ist. Habe um Rückruf gebeten. Das ist jetzt bisher noch nicht passiert. Kann ja alles auch noch kommen. Aber was mich nervt und weswegen ich dieses Video mache und weswegen ich wirklich mal interessiert bin, ob ich da so schief gewickelt bin. Aber wenn man auf eine Ladestation eine Servicetelefonnummer draufklebt, und hat nicht die Chance, mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin das Problem, das man hat oder die Frage, die man gerade hat, in Ruhe zu erläutern, dann finde ich das, sage ich ganz ehrlich, nicht gut. Ich meine, man hat sich ja schon daran gewöhnt, dass es an den meisten Ladestationen, ja, ich weiß, es wird besser, wir haben auch deutlich bessere gesehen, zum Beispiel einmal bei Shell Recharge, fantastisch, aber egal, war glaube ich in der Nähe von Salzburg. Kein Mülleimer, kein Scheibenwischzeugs, keine Überdachung. Du stehst also da, willst deinen Müll loswerden, geht nicht. Du stehst da, es regnet, du stehst im Regen. Ja, naja gut, ihr kennt diese Themen. Aber dass man dann, will mich auch gar nicht beklagen, von wegen ich zahle hier hohe Preise und so weiter, aber ich finde einfach grundsätzlich muss es in so einem Telefonsystem immer die Möglichkeit geben, möchten Sie jetzt mit einem Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin sprechen? Immer. Ich finde einfach, das gehört einfach zum Service und auch ein Stück weit zum guten Ton, zur Menschlichkeit dazu. Da stehen auch mal Leute, die vielleicht noch weniger geduldig sind als ich in dem Augenblick. Und die wollen einfach nicht mit so einem Computer sprechen. Das geht mir total auf den Keks. Und es geht mir total auf den Keks, wenn ich mir auch irgendwie immer wieder die gleichen Datenschutzbestimmungen anhören muss. Und wollen Sie das aufnehmen? Und ja und nein. Und wollen Sie so? Und wollen Sie hier? Und wollen Sie da? Und wollen Sie oben? Und wollen Sie? Es geht mir einfach total auf den Nerv. Ich will einfach nur mit jemandem reden. So.
Schreibt mir doch mal dazu eure Kommentare, was ihr dazu denkt, wie ihr das findet. Mich hat das, sage ich ganz ehrlich, genervt. Ich werde trotzdem weiterhin diesen Anbieter nutzen. Aber ich, bin ja sowieso kein Freund. War ich noch nie ein Freund, Ladungen mit einer App zu starten. Es regnet, es schneit, es ist kalt, der Akku ist alle, der Empfang ist nicht da. Ich bin so ein totaler RFID-Mensch, weil das funktioniert eigentlich immer. Aber es muss auch anders gehen, weil wären die beiden jetzt, sage ich mal, alleine unterwegs gewesen, weil sie keine Karte dabei hatten, die wären wahrscheinlich irgendwo aufgeschmissen gewesen. Und das darf eigentlich heute nicht mehr passieren. Eure Meinungen, eure Kommentare interessieren mich. Schreibt es unter das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.